Oh! Ja, Vollgas ist eigentlich quasi nur Fleißarbeit. Damit sich das ein bisschen austoben kannst in der Welt, vielleicht sie auch ein bisschen besser erkunden kannst, vielleicht das ein oder andere Neues entdecken kannst, aber ich kann mir relativ gut vorstellen, da wird safe dann noch irgendwas kommen mit besiege den. Mach das, besiege den. Ja, ich glaube, es beginnt schon. Wenn ich jetzt schon mal langsam in die Richtung gehen muss, ich glaube, da wird es in die Richtung gehen. Aber, boah, einmal B-Stepper da. Ich will jetzt keinen Namen nennen oder irgendwas, aber wir haben auch Berufsschule gehabt, alles drum und dran. B-Stepper da mal Lehrerin gehabt. Milf, B-Stepper da. Alter, du hast da nicht gewusst gehabt, Alter, was T-Shirt so ist. Am Boden auf die Decken oder links aus dem Fenstertasse. Der hat sich da angezogen, Alter, bist du deppert, Alter. Gott, dass die Tutteln nicht rausgekupft sind. Das war wirklich schlimm, Alter, manchmal. Boah, hast du wirklich so Tag gehabt, so wenn sie so mit dir redet und sie sich so nach vorbeugt und du siehst jeden Scheißdreck, denkst du so, Digga, wo soll ich bitte hinschauen? So, Mami. So, was für eine Richtung muss jetzt eigentlich gehen? Oh, Eklatomsäck, oder was schätzt du so? Ne, jetzt bin ich gespannt. Ha, Mensch, den haben wir. Aha. Ich finde ich jetzt gerade aber interessant, den haben wir ja schon mal gehabt. Bitte mal. Bin mir jetzt gerade fest, dass wir die schon mal gesammelt haben. Kann es vielleicht sein, dass er mir da quasi mit dieser schwarzen Brett alle Menschen zeigt? Nee, das glaube ich nicht. Auf den Namen Dodo Player. Eigentlich im Prinzip in der Mittelschule haben sie mich eigentlich immer so Dodo genannt gehabt und ich mochte das irgendwie nicht. Ich mochte das irgendwie nicht Dodo, aber irgendwie Dominik oder irgendwas finde ich noch beschisserer Name.